Ein Diamant. Kostbar, wertvoll, edel, selten. Wunderbar. Doch weißt du, ein Diamant ist eigentlich nichts anderes als Kohlenstoff. Kohlenstoff. Aufgrund von einer chemischen Reaktion entsteht aus Kohlenstoff ein Diamant. Das härteste Material, was es überhaupt im Natürlichen gibt. Und zwar durch sehr hohen Druck und sehr große Hitze. Druck und Hitze bringen den kostbaren Diamanten hervor. Und das ist ein Bild für dich und mich. Durch die Umstände unseres Lebens, durch Druck, durch Hitze, entsteht etwas Kostbares. In den Augen des Herrn entsteht durch die schwierigen Herausforderungen, Umständen unseres Lebens etwas Kostbares. Es entsteht ein Diamant. Ein Diamant in den Augen Gottes. Und ich habe ein interessantes Bild gefunden, was das verdeutlicht. Siehst du hier, der Maler malt einen Diamanten, wo eigentlich nur Kohle zu sehen ist. Und vielleicht geht es dir genauso. Du siehst dich selber vielleicht als ein normales, gewöhnliches, reichlich vorkommendes Stück ordinärer Kohle. Und die Menschen um dich herum sehen dich so. Und vielleicht die ganze Welt sieht dich so. Aber Gott sieht etwas anderes. Er sieht das Potenzial in dir. Er sieht das, was er in deinem Leben hervorbringt. Ja, durch Druck und Hitze. Ja, aber es ist einzigartig, es ist kostbar. Und das ist das, was der Herr in deinem Leben hervorbringen möchte. Er möchte, dass du ein Diamant bist. Ein Diamant in seiner Hand. Ein Diamant, an dem man sich freut, über den er ganz begeistert ist. Akzeptiere einfach die Umstände deines Lebens, auch wenn sie herausfordernd sind. Und sag, ich werde durchgehen und ich werde kostbar und wertvoll für den Herrn werden. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.